Let's do this. Bitte? Das ist nur Ausgang, ne? Nur Ausgang? Ach so. Fahren Sie bitte vor, ja? Digga, sie hatte einfach mal wirklich gar keinen Bock. Ja Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Wir sind beim letzten Mal in den McDrive gefahren und heute werden wir in den Drive-In fahren von Burger King und einfach mal abchecken, was da so abgeht und vor allem, ob die Mitarbeiter so nett sind wie bei McDonald's. Denn falls ihr das Video nicht gesehen habt, holy shit, ich hatte wirklich mal die allernetteste McDonald's-Mitarbeiterin, die man sich vorstellen kann. Die war so nett, obwohl ich zweimal durch den McDrive gefahren bin, hat sie sogar noch gesagt, ganz ehrlich, beim nächsten Mal kannst du direkt hier bei mir bestellen. Freunde, also wirklich Ehrenaktion. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann gebt es euch. Und ja, wie gesagt, jetzt sind wir auf dem Weg zum Drive-In, zu Burger King. Ich habe keine Ahnung, was es da dort gibt. Also ich weiß immer, dass McDonald's Frühstück hat. Aber Burger King hat, glaube ich, kein Frühstück. Ich hoffe einfach mal, dass sie aufhaben und dann ordern wir irgendwas. Zur Not würde ich irgendwie nochmal einen Orangensaft nehmen. Den habe ich auch schon bei McDonald's geordert. Oder einen Kaffee. Digga, ich dachte, er fährt gerade, ne? Wirklich. Ich dachte, er fährt gerade einfach los. Bruder, komm, wir filtern. Wir machen genau die gleiche Strategie wie auch schon im vorherigen Mal. Und dann checken wir einfach mal ab, wie das da so abgeht. Also ich muss sagen, ich hatte, bevor ich jetzt bei McDonald's durch den McDrive gefahren bin, hatte ich schon ein bisschen Lampenfieber. Aber jetzt bin ich confident und habe eigentlich sehr, sehr viel Selbstbewusstsein, jetzt auch noch mal ein zweites Mal falsch zu fahren. Und frag mich jetzt bitte nicht, wie ich auf die dumme Idee gekommen bin, jetzt auch noch falsch durch den Drive-In zu fahren. Wirklich. Als hätte der McDrive nicht schon gereicht. Nee, Digga. Da muss man jetzt noch einen drauflegen. Aber hey, ich meine, was könnte man Besseres tun, um 9.30 Uhr morgens bei 0 Grad, als auf dem Motorrad durch den Drive-In falsch rumzufahren? Junge, ey, das war ganz schön rutschig gerade. Crazy. Aber trotzdem, am Ende ist der Sieg auf dem Hinterrad meiner! So, jetzt müssen wir schauen, vorne an der Ampel, nicht an der hier, sondern an der nächsten großen Kreuzung, müssen wir rechts abbiegen. Das ist wirklich nicht so weit entfernt. Ich habe mir vorhin die Route einfach mal kurz auf dem Navi angeguckt, auf Google Maps, und habe mir die jetzt in meinem kleinen Köpfchen gemerkt. Die war ungefähr so, rechts, links, rechts. Wenn ich das gleich vergessen habe und ich anhalte und nach dem Weg schaue, dann entschuldige ich mich. Aber das könnte passieren, weil ich relativ schnell Dinge vergesse. Ja, genau. Ich glaube, hier sind wir richtig. So, sind wir nett hier. Fußgängerüberweg. Bitteschön, der Herr. Ja, genau. So macht man das. Digga, Berufsverkehr auch wieder on point hier. Ich meine jetzt hier nur noch geradeaus und dann müsste gleich auf der rechten Seite da Burger King kommen. Und an der Stelle würde mich mal interessieren, seid ihr eher Team Burger King oder Team McDonald's? Schreibt das mal jetzt in die Kommentare, weil ich finde da, genau da, scheiden sich die Geister. Also ich würde sagen, die meisten sind eher Team McDonald's, aber es gibt auch ganz viele, die sagen, Digga, ganz ehrlich, only Burger King. Also schreibt das jetzt mal in die Kommentare, das würde mich sehr, sehr interessieren. Ach, da ist es schon, Digga. Boah, und direkt darüber ist, was? Direkt darüber ist Werbung für McDonald's. Junge, ey, aggressives Marketing auf jeden Fall hier. Digga, ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt offen hat. Ne? Das sieht richtig, irgendwie richtig geschlossen aus. Das wäre eine pure Enttäuschung, wenn das zu hat. Aber guckt euch das mal an. Also direkt hier ist Burger King und direkt darüber, nur noch 600 Meter vor Freude, ein dickes McDonald's-Werbeschild. Also ich muss sagen, das ist schon, ich finde das witzig, weil es ist krasser Wettbewerb, aber es ist schon ganz schön dreist, ne? Muss man sagen, so direkt beim Konkurrenten. Aber okay, Freunde, ich würde sagen, let's do this. 3-2-1, let's go. Oh Mann, Alter. Auch hier hoffe ich wieder, dass kein anderes Fahrzeug kommt, sonst wäre es so unangenehm, Mann. Oh Gott, Digga. Das sieht echt zu aus, ne? Das sieht sehr geschlossen aus. Ah, hier, kann man hier bestellen? Digga, ich glaube, die haben zu, oder? Bitte? Ich bin nicht richtig im Schalter. Nicht richtig im Schalter?
Hörst du mich? Ja. Guten Morgen, willkommen bei Burger King. Bestellung bitte. Haben Sie was zum Frühstücken? Frühstück sehen wir nicht, tut mir leid. Okay, Wir haben heiße Getränke, Burger, alles da. Ja, yeah. Haben Sie einen Orangensaft? Wie bitte? Haben Sie einen Orangensaft? Ja. Dann würde ich den einmal nehmen, bitte. Möchten Sie Hamburger Cheeseburger? Haben Sie eine Apfeltasche oder sowas ähnliches? So ein Snack? Ja, aber dauert, ne? Oh. Haben Sie Zeit? Nee, dann würde ich nur den Orangensaft nehmen. Okay. Ich kann Ihnen auch Kindermenü anbieten für 4 Euro. Da haben Sie Orangensaft dabei, Pommes, Nuggets. Oh, Pommes kriege ich so früh nicht runter. Nein, okay. Aber fahren Sie bitte vor, ja? Ja, danke. Danke auch. Okay, Freunde. So, wir fahren jetzt noch einmal rum. Also da habe ich schon am Anfang gehört, von wegen, Sie sind falsch im Drive-In. Sie stehen falsch rum, irgendwie sowas. Das war ganz merkwürdig. Aber dann hat sie plötzlich gesagt, ihre Bestellung bitte. Okay, so, jetzt fahren wir einmal rum. Oh Gott, Digga. Also das ist auf jeden Fall Level unangenehm. Oh Gott, was denkt sich die Frau jetzt hier? Bitte lass mich das einfach hinter mich. Oh Gott. Das ist so unangenehm. Bitte? Das ist nur Ausgang, ne? Nur Ausgang? Ach so. Ja, ich habe mich gewundert. Was machen Sie? Fahren Sie bitte vor, ja? Digga, sie hatte einfach mal wirklich gar keinen Bock. Wirklich null. Sie können sie auch umdrehen und können sie wieder zurück. Okay, perfekt. Ja, ich will ja nicht für Ärger sorgen, um Gottes Willen. Nein, alles gut, aber ich muss nicht. Ach, Quittung brauche ich nicht, das okay, passt so. Vielen Dank. Zweite Fenster, ja? Ach so, Sie haben schon jetzt. Ach so, ja. Ja, erste Fenster mit zwei, zweite Fenster. Ah, okay. Aber ich habe schon alles. Also alles umgekehrt heute. Genau. Okay, perfekt. Frohes Neues. Ja, stimmt, frohes Neues. Dann vielen lieben Dank für den Orangensaft. Danke, danke auch. Der wird mir auf jeden Fall den Morgen versüßen. Ja, ne? Vitamine sind immer gut. Ja, oder? Auf jeden Fall. Perfekt. Ich weiß gar nicht, ob ich hier wenden kann. Soll ich einfach vor? Ich fahre einfach vorsichtig. Ja? Ja, aussteigen? Aussteigen? Ja, geht doch leichter, oder nicht? Okay. Ja. Gute Tipps. Ich wünsche dir was. Danke. Bis dann. Ciao, ciao. Digga, das war so unangenehm. Oh Mann, Digga, das war so geistesgestört unangenehm. Unfassbar. Also wirklich, mir war das so peinlich, Freunde. Weil bei McDonald's war es ja wenigstens so, dass ich konnte einfach durchfahren. Die war mega nett. Sie war wirklich nett bei McDonald's. Obwohl ich zweimal offensichtlich so falsch durchgefahren bin. Und das war jetzt gerade echt anders. Also ich muss ganz klar sagen, es tut mir leid, aber der Punkt geht auf jeden Fall ganz klar an McDonald's. Definitiv. Vielleicht kann der OSAF noch ein bisschen punkten, aber also das, oh Mann, war das unangenehm. Oh Mann, Digga, war das unangenehm. Junge, Freunde, ich mach sowas nie wieder. Ich mach sowas nie wieder, Alter. Also wirklich, sie fand das halt null witzig. So 0,0. 0,0. Sie hatte gar keinen Bock drauf. Gar keinen Bock drauf. Also mich hätte es nicht gewundert, wenn sie mir den Orangensaft einfach nicht gegeben hätte. Am Ende war sie dann mega freundlich, muss man sagen. Also das war dann nochmal irgendwie so ein Change, weil ich halt auch, ich bin ja ruhig geblieben, nett geblieben und so weiter. Hab gesagt, ja hier, bin Motovlogger etc. Aber Digga, oh Mann ey, was ist das denn jetzt hier eigentlich für eine Baustelle, verdammte Scheiße? Hä? Ah, da drüben. Ja, die war doch mal gut gelaunt, Mensch. Digga, mein Leben ist ein reiner Cringe-Film. Freunde, ich habe mich komplett verfahren. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Bis jetzt zur Feier des Tages, glaube ich, hole mir jetzt einfach einen verdammten Kebab hier. Um 10 Uhr morgens. Genau das werde ich machen. Ja, genau das werde ich machen. Aber vorher trinke ich noch meinen OSA. Fahren wir mal hier schön. Genau, durch die Pfütze, David. Perfekt. Da kannst du das Motorrad direkt wieder putzen. Fahren wir erstmal hier auf den Gehweg. Und dann probieren wir mal unser hohes C. Oh Mann, Digga. Oh Mann, Alter. Also der einzige Vorteil bei dem hohes C-Saft bzw. bei dem Orangensaft vom Burger King ist, dass er mit dem Strohhalm kommt. Da muss ich mich nicht komplett verrenken und mir den Hals brechen, wenn ich den gleich trinke. Oh, Bruder. Halt doch dein scheiß Maul, Alter. Halt doch dein scheiß Maul. Jetzt safte ich mir hier noch die Finger voll. Digga, was ein Mist. Okay. So,
probieren wir mal. Bruder, ich finde den Strohhalm nicht. Okay, also Fazit. Der Orangensaft schmeckt auf jeden Fall nicht so geil wie bei McDonald's, hat kein Fruchtfleisch und ist ein bisschen wässrig. Aber ich muss sagen, definitiv, die Verpackung ist motorradfreundlicher bzw. motovloggerfreundlicher. Also Freunde, ich würde sagen, wir haben hier ein tolles Video gedreht. Auf jeden Fall war es nicht so angenehm wie das, was ihr davor gesehen habt. Warum steht da eigentlich ein abgebranntes Auto? Beziehungsweise halb, nee, es ist, hä? Digga, das muss ich mir mal angucken. Erstmal Kill-Switch. Oh, okay, schauen wir uns das mal an. Halt dein Maul. Das ist ja einfach komplett abgebrannt, das Ding. Boah, sieht das krass aus. Habe ich noch nie so gesehen, so ein abgebranntes Wrack. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Alter Schwede, guckt euch das mal an. Hä? Liegt da eine Mikrowelle drin? WTF? Was ist das? Hä? Hier passieren auf jeden Fall ganz merkwürdige Sachen. Also von hier würdet ihr nicht denken, dass das Auto von der anderen Seite einfach so komplett kaputt aussieht, beziehungsweise abgebrannt ist. Alter Schwede. Hier, guckt euch das mal an, die Rückleuchten, wie die geschmolzen sind. Junge, crazy shit. Crazy shit. Aber anyway, Freunde, ich würde sagen, wie gesagt, ich trinke jetzt hier mein, ich würde sagen, wie gesagt, auch wieder hier Satzbau, Grammatik on point. Ich trinke jetzt meinen Orangensaft noch leer. Und das war's auch für das heutige Video. Wenn euch das gefallen hat und ich mehr solche verrückte Sachen machen soll, und nein, ich fahre jetzt nicht nochmal oder mit dem Auto falsch rum durch den McDrive oder Drive-In, das war definitiv jetzt genug, dann schreibt es mir in die Kommentare, egal was. Wenn ihr Ideen habt, droppt es rein und lasst für den Algorithmus einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns allerspätestens heute im Laufe des Tages oder morgen wieder. Und ja, in dem Sinne, genießt die restlichen Stunden und das Allerwichtigste, geht steil.